Tore aus der Saison 2015, 2016. Und damit ein herzliches Willkommen all DEG-Fans zur Saisonabschlussparty, die viel zu früh stattfindet. Wieder fällt man. Guten Abend auch von mir. Aber danke, danke. Kommt doch mal ein bisschen zu mir, Mensch. Hier ist das Licht. Das sieht man nicht. Du bist der Moderator, ich bin doch nur der dicke Mann daneben. Ich bin auch dick. Die Jungs sind aber da. Das ist das Allerwichtigste. Ne? Also wir haben gerade die Tore schon gesehen und konnten uns natürlich so ein bisschen da inspirieren, dass wir kommen zurückblicken auf eine, ja doch, tolle Saison. Das kann man eigentlich nicht anders sagen. Ja, also die Fakten, also einfach ist ein harter Sport, aber die Fakten mit Tabellenführung, mit der besten Abwehr, mit dem besten Auswärtsteam, mit dem ersten Platz zu Silvester, die Tote des Jahres, Trainer des Jahres, es war eine tolle Saison, keine Frage. Unter den Weihnachtsbaum lag, glaube ich, der zweite Platz. Das war auch richtig schön. Naja, du hast es schon gesagt, letztendlich am Ende dann leider den zweiten Playoff-Runde, so muss man sagen, rausgeflogen. Die erste Runde haben wir uns ja direkt gespart, aber das machte in dem Sinne gar nichts, denn wir freuen uns einfach riesig, dass, wie du schon gesagt hast, die Jungs da sind und wir gemeinsam natürlich noch einmal eine riesengroße Party hier zusammen feiern. Habt ihr Lust? Schauen wir mal, ob sie da sind. Frieda liegt schon zufrieden. Wenn ihr bereit seid, dann stimmt irgendwas Schönes an für die Jungs. Lasst sie uns ordentlich feiern, denn hier sind sie noch einmal für euch als komplette Mannschaft auf der Bühne. Hier ist das Team, der Düsseldorfer. Los. Ist der schüchtern geworden, oder was? Aber es ist wie jedes Jahr. Man versteckt sich immer in der letzten Reihe. Kommt ruhig mal 2 Meter nach vorne, Mensch, damit wir euch alle sehen und ihr auch schön ausgeleuchtet seid. Einen Schritt bitte, einen großen Schritt zumindest nach vorne. Ja, wir werden, ich denke, die meisten von euch waren im letzten Jahr auch schon dabei, natürlich so einiges am heutigen Tage vorbereitet haben, weiß ich nämlich ganz genau. Wir werden später die Spieler noch im Einzelnen in unterschiedlichen Blöcken auf die Bühne holen und dann natürlich auch zu Worte kommen lassen. Und es gibt noch die ein oder andere Überraschung für euch. Aber dass wir sie einmal hier gemeinsam auf der Bühne haben, das haben wir uns natürlich direkt für den Anfang hier vorgenommen. Und ich freue mich sehr, dass jetzt erstmal der Mann zu mir kommt, der dieses Jahr nahezu alle Rekorde geholt hat, die man holen kann. Nämlich der Kapitän, unser 23, Daniel! Ja, Daniel, ich habe es gerade schon gesagt. Natürlich seid ihr alle enttäuscht über das Aus dann gegen Wolfsburg. Trotzdem, wenn man zurückschaut, wenn du dir die Jungs anschaust, die hinter dir stehen, dann glaube ich, kann man schon sehr, sehr stolz sein auf das, was man erreicht hat. Der 5. Platz nach der Hauptrunde, ja, wir haben es eben schon gesagt, übernachtet oder übers neue Jahr als Zweiter gefeiert. Dann natürlich als erstes sogar Weihnachten als Zweiter und das neue Jahr dann als Erster begrüßt. Ja, sag ein paar Worte zu dieser Mannschaft und zu der Leistung, wie du sie gesehen hast in dieser Saison. Erstmal guten Abend. Schön, dass hier so viele Leute gekommen sind heute. Sieht stark aus von dir. Ja, ich denke einfach, dass wir, obwohl wir jetzt leider das Halbfinale verpasst haben, schon stolz auf uns sein können. Und ich bin auch sehr stolz auf die Jungs, dass wir die letzte Saison bestätigen konnten, auch mit dem 5. Platz. Und man sieht auf jeden Fall wieder einen Schritt nach vorne und den werden wir auch weitergehen. Und wir haben einfach einen genialen Charakter auch in der Mannschaft, was super Spaß macht, was ich selten in meiner Karriere erlebt habe. Und ich denke auch bei den Fans ist die Euphorie wieder was wir brauchen. Und, ich glaube, da ist noch viel Potenzial nach oben und deswegen werden wir weiter arbeiten, dass wir vielleicht nächstes Jahr auch wieder die Playoffs direkt schaffen und dann hoffentlich noch weiterkommen werden. Danke.
Das ist schon direkt mal eine Ansage. Ich habe es gerade gesagt, du hast fast alle, oder du hast jetzt alle Rekorde gebrochen als ja, DEL-Rekord. Scorer, das war das Wort, auf das ich nicht kam. Danke. Als Rekordscorer. Aber was du noch nicht erreicht hast, ist diese deutsche Meisterschaft. Deswegen geht's auch weiter mit dir. Bis wir deutscher Meister werden, richtig? Ja, dann muss ja auch weit passieren. Ne? Die Jungs werden sich ordentlich Mühe geben. Also du hast gerade gesagt, der Charakter dieser Mannschaft ist einfach was ganz Besonderes. Du hast ja viele, viele Jahre jetzt schon auf dem Buckel. Was macht diesen Charakter aus? Was ist das? Wir haben oft gesagt, ne, diese Mischung macht es natürlich. Erfahrene Spieler, junge, hungrige Spieler dahinter. Ja, ist es genau das, dass vielleicht auch die Spieler mit viel Erfahrung Vorbilder sind für die jungen Leute, dass man die vielleicht auch mal in die Hand nimmt? Oder was macht das gerade aus? Ja klar, wie du schon sagst, die Mischung passt einfach und auch einfach der Charakter. Also es ist auch egal, jeder sind jeden Freundin, egal ob er 38 ist oder 18. Es macht echt Spaß und wir ziehen alle an einem Strang. Und das hat uns auch dieses Jahr ausgezeichnet, dass jeder für den anderen alles gegeben hat. Und ja, und das ist einfach schön und wichtig für die Mannschaft. Jungs, wir sind trotzdem stolz auf euch, auf all das, was wir erreicht haben, oder? Dankeschön schon mal an unseren Kapitän Daniel Kreuzer. Wie gesagt, wir werden euch noch wieder sehen und hören wieder. Alle schicken wir eh nicht von der Bühne. Ja, also dann kann die Mannschaft abgehen, aber wir bitten die Verteidiger zu bleiben. Defender stay, Anna kann gehen. Ein Applaus für die DEG. Ein Mann steht neben mir und sagt, verdammt, was mache ich? Gehe ich jetzt runter oder bleibe ich auch hier stehen wie Marcel Brandt? Bleib doch mal stehen, komm mal zu mir. Marcel Brandt, nämlich ein Mann für alle Fälle, den kannst du vorne oder hinten einsetzen. Das ist nicht nur Christoph Kreuzer aufgefallen, sondern auch dem deutschen Bundestrainer, habe ich gehört. Herzlichen Glückwunsch, der ist erstmal nominiert. Marcel, ich denke, das ist schon mal was ganz, ganz Besonderes. Wir kommen gleich noch zur DEG, aber wie hast du von dieser Nominierung erfahren für diesen 23er Kader, ja, vielleicht für Weißrussland, für die Eishockey-WM? Wie habe ich erfahren? Ja, durch einen komischen Zufall ist leider mein Handy letzte Woche kaputt gegangen. Da konnte mich leider der Bundestrainer nicht erreichen. So habe ich jetzt am Dienstag durch unsere Coaches erfahren, dass ich nominiert worden bin. Und Entschuldigung, ich kann es nicht so wie du. So, super. Entschuldigung, okay. ja, ich habe das durch die zwei Coaches erfahren und ich war erstmal die ersten 5 Minuten sprachlos. Ich glaube, das ist für jeden jungen Spieler eine ziemlich große Ehre, dass er den Bundesadler auf der Brust tragen darf. Ja, ich war die ersten 5 Minuten sprachlos. Mittlerweile habe ich es ein bisschen realisiert. Auch der Herr Ebner hat mir ein bisschen geholfen damit. Ein bisschen zur Seite gestanden. Ja. Der hat ja auch schon ein bisschen Erfahrung da. Ja, Herr Ebner. Ich bin immer der Mann für die ungeplanten Fragen. Marcel, es hat einen Spieler gegeben, da hat die gesamte Nachbarschaft einen Brief geschrieben, im Haus, die Hausgemeinschaft, dass aus der Spielerwohnung laute Geräusche kommen. Dieser Spieler warst du. Was hast du gemacht? Also nicht das, was ihr denkt, sondern ich muss zugeben, das waren meine 2 Hunde, die haben den Hund. Nee, das ist wirklich die Wahrheit, das waren meine Hunde. Haben die gejault? Du spielst jetzt Jet Tempo oder so. Einen habe ich noch. Ihr habt auf einer Auswärtsfahrt auf der Rückfahrt an der Tankstelle gehalten
und es lag Schnee. Und die Spieler haben einen Schneemann gebaut. Mit sehr prägnanten Primärgeschlechtsteilen. Marcel, wer hat die Brüste gemacht? Nein, das war auch nicht ich. Das waren mehrere. Also das waren nicht nur einer. Das Schöne ist ja, Frieda. Ja, sag ruhig. Ich würde dann eher das Mikrofon an unsere 44 weitergeben, weil der hat es. Das war's von mir. Macht ihr weiter. Ich glaube, wir haben schon das meiste rausgeholt aus Marcel Brandt. Der hat jetzt, glaube ich, keinen Bock mehr. Trinken Sie jetzt ein Bierchen. Marcel Brandt, Dankeschön. Immer schön, wenn man nach der Saison so ein bisschen zurückblickt. Gleichzeitig schaut man natürlich nach vorne auf die kommende Saison. Und ja, es ist nochmal so, die DEG-Mannschaft wird dann wieder zum Teil ein etwas anderes Gesicht haben, weil wir uns von tollen Spielern leider verabschieden müssen. Und den ersten Spieler, den wir jetzt an dieser Stelle verabschieden werden, das ist Corey Mapes. 147 Spiele. Ja, und hatte eine schwere Verletzung am Halswirbel, hat sich aber zurückgekämpft, hat die DEG immer im Herzen. Und wir werden dich vermissen. Corey Mapes. Ja, ein paar Worte von dir. War sicherlich keine leichte Zeit, dich zurückzukämpfen. Aber ich habe es gerade gesagt, für dich war es etwas Besonderes. Wir werden dich jetzt auch in einer tollen Erinnerung, denke ich mal, noch bedenken für deine Zukunft. Sag ein paar Worte zu deiner Zeit bei der DEG. Jetzt frage ich mal nach, warum dieses Zeichen Sie bleiben dabei? Ja, das war ganz besonders wichtig, gerade nach dem Ausscheiden im Viertelfinale. Wir wollten zeigen, wir stehen zu unserer Mannschaft, wir stehen zum Düsseldorfer Eishockey, denn wir sind ein Düsseldorfer Unternehmen und ich hoffe, dass uns ganz, ganz viele Sponsoren folgen werden. Jetzt interessiert uns natürlich, wie lange haben Sie verlängert und vor allem, was erhoffen Sie sich? Ich habe es gerade schon gesagt, natürlich auch ein Signal.
Ja, wir wollten ein Zeichen setzen und dieses Zeichen wollten wir nicht nur setzen mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung, sondern auch mit der Vertragslaufzeit. Und wir haben auf 3 Jahre verlängert. Gut, dass wir den Trainer direkt dazu geholt haben. Und Paul Speck, ich habe noch eine Frage vorher. Perfekt gespiegelt, wir sehen das schon. So sah der Helm der Mannschaft aus in dieser Saison. Vielleicht weiß es trotzdem der andere noch gar nicht, was macht genau den Effektenspiegel. Also, der Effektenspiegel ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf, genauer gesagt im Zooviertel, daher auch die Verbundenheit zum Eishockey. Und wir verdienen unser Geld an der Börse, mal platt gesagt. Wir legen das Geld unserer Aktionäre sehr erfolgreich an der Börse an und geben ein wöchentlich gleichnamiges Börsenjournal heraus, das als Print und als digital erscheint. Prima. Obligatorisch gibt es schon mal einen Strauß Blumen von Paul Specht. Und Christoph bringt den Helm mit. Paul, komm mal zu mir. Jetzt frage ich mal nach, was für eine Bedeutung hat das für euch, für die DEG, gerade dieses Treuebekenntnis? Es ist vielschichtig, weil es ist zum einen die Vertragslaufzeit natürlich, es ist die Zusammenarbeit mit Marius Weidmann, die hervorragend ist. Und es ist natürlich auch das Signal, was sie mit einer solchen vorzeitigen Vertragsverlängerung und dann auch noch eine Ausweitung ihres Engagements. Ja, dafür zu geben, ist natürlich der entsprechende Rückenwind und der sportlichen Seite natürlich auch ein Bekenntnis für den Sport und das wird in diesem Gespräch fortgefallen, die wir hier nur mal kurz angerissen haben. Aber die Vision sind vorhanden und die Vision ist das Tolle, dass wir gemeinsam mit den Partnern haben. Erweiterung heißt, wir kennen die Helme, wo werden wir demnächst den Effekt gespielt sonst noch sehen? Auch die jemals präsentiert vom Effektenspiegel, das passt ja irgendwo. Statistik, Zahlen, Börse und so weiter. Vielen, vielen Dank. Tolles Zeichen. Entsprechend wird es auch demnächst wieder dunkelblaue Helme geben. Hat euch das eigentlich bestimmt? Man hat es gar nicht unbedingt gesehen. Aber die Farbe hat irgendwie auch ganz gut harmoniert. Ich glaube, das wir freuen uns und sagen Dankeschön und das machen wir mit einem riesengroßen Applaus an Marius Weidmann vom Effektenspiegel. Dankeschön, dass Paul Specht und unser Trainer Christoph Kreuzer. Wir begrüßen die Stürmer Daniel Kreuzer, Daniel Fischbuch, David von der Gulik, Nomine, Chris Minard, Leon Hirberger, Rob Kulik. Hast du gecheckt gerade? Hast du das gesehen? Daniel, das war ein Rekord hier auch im anderen Hinblick. Wir haben noch nie eine Mannschaft gehabt mit so vielen Hunden und so vielen Kindern. Die Mannschaft 12-13 mit den jungen Willen, das war eine Jugendserie, die hat nicht viele Kinder, ich glaube, da warst du der Einzige. Was glaubst du, die aktuelle Mannschaft, wie viele Kinder hat sie? Legale. 24. 26. Wie viele Hunde? 15. 12. Okay, Leon, an dich noch eine Frage. Du hast dich im Jahr ein bisschen rangekämpft, was auch Bad Sauern, was auch da deine Knöchel bekommen. Wie waren so deine ersten Eindrücke rund um die DG, rund um das Profi-Eishockey der DL? Ja, sehr schön. Also ich kannte die Knöchel schon. Und jetzt das erste Mal, sag ich mal, als Profi nicht, aber war sehr aufregend. Da habe ich viele Leute kennengelernt. Ja,
auch eine sehr gute Eishockey gespielt. Hast du dich für deinen Bruder gefreut? Hast du seine Leistung gefreut? Ja, aber also, ja, nicht nur für die Leistung von meinem Bruder, sondern für die ganze Mannschaft habe ich mich sehr gefreut. Und wie der Daniel schon vorhin gesagt hat, ich finde auch der Charakter so einzigartig bei uns. Und auch gerade als junger Spieler hat das super aufgenommen. Das ist Lea Nierberger. Tja, und jetzt heißt es wieder, time to say goodbye. Wir müssen uns verabschieden von einem Mann, ja, der genau zu diesem jungen Willen gehört hat und sich richtig herangekämpft hat, einen riesen Sprung gemacht hat. Insgesamt 179 Spiele für die DEG, 17 Tore, 477. Daniel! Du hast gerade gesagt, du gehörtest zu den jungen Wilden, die den Sprung an die erste Mannschaft geschafft haben. Ja, in den ersten zwei Jahren gab es noch nicht ganz so viel zu holen, aber dann diese wahnsinnige Entwicklung in der Mannschaft und natürlich auch bei dir. Lass uns ein bisschen zurückblicken auf deine Zeit bei der DEG. Ich habe eine sehr wunderschöne Zeit, die ich großes Dank für die DEG, die mir die Chance gegeben haben, um die Sprung in die erste Mannschaft zu geben. Ich habe auch in der Mannschaft die Zeit war sehr schön. Und ganz trotz, dass wir die sind gestartet, sind hinter uns gestartet und das hat dann gut gemacht. Ja, wir hoffen natürlich, dich dann auch wieder zu sehen, auch wenn du dann nicht unbedingt gegen uns treffen musst. Ich denke, da gibt es mit Sicherheit Gespräche und wir freuen uns jederzeit, wenn du bist du doch wieder auf dem Eis. Das war eine tolle Zeit. Dankeschön an Daniel Fischbuch. Wir mögen uns ganz besonders. Ich sage jetzt und hier, ich glaube, er kommt irgendwann wieder. Daniel Fischbuch. Ja, noch eine kurze Verabschiedung. Er kam mitten in der Saison, war dann leider direkt schwer verletzt. In den Playoffs hat man gemerkt, dass er ein guter Eishockeyspieler ist. Und wenn wir weitergespielt hätten, hätte uns vielleicht noch viel weiter geholfen. Das hat nicht sollen sein. Trotzdem ein warmer Applaus für David van der Goede. Er hat gesagt, er möchte nicht sagen, David van der Goede. Ja, vielen Dank. Das war's mit dem Stürmer. Vielen Dank an Daniel Kreuzer, Leon Nierberger, Daniel Fischbuch, Norm Lille, Rob Collins, Chris Gnab. Danke. Wir haben noch einen Laudator für dich, Daniel Kreuzer. Ja, ich wollte nur noch ein paar Worte sagen zu Niki, weil wir kennen uns ja auch schon, seit wir vier sind und sind auch fast seitdem auch beste Freunde. Und für mich ist das schon auch eine emotionale Sache, dass er jetzt seine Karriere beendet, so wie es aussieht. Und er war immer ein hervorragender Freund erstmal, der immer für mich da war. Und ein hervorragender Eishockeyspieler, der durch die Bank immer alles fürs Team gegeben hat. Und, seine Knochen hergehalten hat, egal wo er gespielt hat. Er ist aber im Herzen immer Düsseldorfer gewesen, das weiß ich, und das ist er immer noch. Er tut jetzt auch alles für den Verein und hat einen hervorragenden Job gemacht, jetzt auch außerhalb des Eishockeys, wo er lange verletzt war. Und ich wollte auch nochmal Danke an ihn sagen und freue mich, dass ich so lange mit ihm zu lange gespielt habe. Dankeschön. Maxi Kamera, Andy Lewandowski, Axel Mitev und Drayton Bowman. Alex Treibisch, deine Bühne ist vorbei.
er wird uns verlassen und deswegen einige Impressionen von Ken André Olim. Hello, Düsseldorf fans and everyone around the DG. I just want to say thank you for 3 unbelievable years. My first year here was we lost live game, but the fans was supporting us good and everything. And the fans has always been really good. Even if we were losing and they were standing behind us. So I want to give a real thank for that. Then. The second year we was much better, and then we had the big win the game. That was something you never maybe can be a part of again. So that was everything around that. And the whole season where we ended up in the semifinals was much better than my first year here. So that was really nice. And this year we were leading, standing a couple times and. It was a good season, just ended a little bit more faster than we wanted to. But I just especially want to say that I had 3 best years of my career so far here in Düsseldorf. And everything with the team, the players, and everyone around the team was made it. So I felt really home when I was here. So I just want to say really. One more time, thank you for 3 really, really good years. Good luck. I just want to say that you never know what's happening in the future. Ich wünsche die Mannschaft und die DG und die Fans viel Glück für die nächsten Jahre. Vielen, vielen Dank für 3 Jahre. Thomas Schüler, Ken André, Morgen! Wir kommen jetzt zu 2 ganz besonderen Torhütern hier auf der Bühne. Bitte begrüßt mit mir Felix Bick und Matthias Niederberger. Mit dazu. Fangen wir mit Felix an, Backup-Goalie, sagen wir Nottorhüter, heißt es offiziell auf dem Spielbericht. Aber du bist nicht nur Nottorhüter, sondern du hast dich ebenfalls toll entwickelt, bis zu den ersten Einsatzzeiten gekommen. Das hat er toll gemacht, oder? Erzähl von deinen ersten Minuten in der DL. Ja, gut, meine ersten Minuten habe ich schon ein paar Jahre hier. Das hoffen wir auch, denn Christoph Kreuz hat es ja vor der Saison schon gesagt, wir haben nicht nur einen guten Torhüter oder 2, wir haben gleich 3 gute Torhüter, also ein tolles Torhüter-Team. Dankeschön, Felix Bick! Und jetzt ist er da, Matthias! Matthias Niederberger, ja, man muss ja sagen, die Fußstapfen waren nicht die kleinsten, in denen du getreten bist. Und Christoph Kreuzer, der dich ja auch aus der Jugend kannte, hat gesagt, ich möchte Matthias Niederberger, du hast eine wahnsinnige Saison gespielt. Riesengroßen Applaus dafür! Wie hast du die Spielzeit erlebt? Ja, zuerst einmal vielen Dank an die DEG, an alle Beteiligten, dass ich diese Chance bekommen habe. Die Spielzeit, denke ich, wissen alle, war eine sehr gute. Ich denke, wir sind die ganze Saison über stark gewesen. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und weißt du, was ich mir total wünschen würde? Dass du auch in der kommenden Saison das DEG-Trikot tragen könntest. Und Donny, kann ich was sagen? Das tut er! We'll be right back.
ja, diese Unterschrift, dass du ein weiteres Jahr bei uns bleibst. Mindestens. Das bedeutet mir unglaublich viel. Das ist mein Heimatverein. Aber hier bin ich groß geworden und ich bin sehr stolz drauf, die Farben tragen zu können und ein weiteres Jahr mindestens hier zu spielen. Du hast eine tolle Fangquote, du bist der Torhüter des Jahres in der DEL geworden, ausgezeichnet worden. Hättest du dir auch selber vor der Saison, hast du dir das vorgestellt? War das, also wenn jetzt das Ziel, ich glaube, das wäre zu vermessen zu sagen, ich wollte der beste Torhüter der Liga werden. Oder sag ganz ehrlich, bist du die Saison angegangen und wie zufrieden bist du mit all dem, was du in erster Linie natürlich auch persönlich erreicht hast? Ich hätte es mir natürlich nie erträumen lassen können, aber es ist natürlich wunderbar, dass es so funktioniert hat. Ich denke, so eine Auszeichnung ist immer eine Mannschaftsauszeichnung. Und es zeigt einfach, dass die Mannschaft das ganze Jahr über sehr gut gespielt hat, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Daniel hat gesagt, wir gehen den Weg weiter und wir haben noch viel vor. Siehst du das auch so? Ja, auf jeden Fall. Das kann ich nur unterstreichen. Mein Traum ist es auch, die Meisterschale zu holen. Mit Daniel würde ich das auch ganz gerne tun. Das würden wir alle gerne. Wir freuen uns sehr, dass Sie nächstes Jahr mit dabei sind im Torhüter-Team. Dankeschön an Matthias Niederberger und Felix Pick. Ihr wisst alle, was jetzt kommt. Und jetzt ist der Moment da. Thank you.
bottom of my heart. From day one, when I got here, I knew how special this place was. The tradition, the passion, the sense of community, representing the city, and this is where I always want to be. For 5 years, we've had a lot of ups and downs. This last week with packing and everything, just thinking about the last 5 years, there's so many great memories, and a lot of it has to do with the support and the love that you guys have given me and my family, and it really means a lot. But my teammates, I'm gonna miss all you guys. I said it to Frieder when in the interview, is that playing here, your teammates are like brothers and friends become fans, and it really is a big, we're all in it together, you know, and it's first time in 5 years that it's goodbye, not to see you next year, but I just want to let you all know that all the memories I've had, I'll never forget it, and I owe you so much more than you'll ever know. So thank you so much. Wir wollen ein paar schöne Bilder. Jubelt mal richtig, dann gibt's ein Foto. Die Mannschaft, die ihn da jetzt begleitet, das war so nicht geplant, eine spontane Geste des Teams. Vielen Dank an alle Jungs, dass ihr den Bock habt. Thank you.
In dieser Nacht der Nächte werden wir noch gemeinsam ganz, ganz viel feiern, da bin ich sicher, mit den Jungs. Dankeschön für diesen tollen Moment. Jetzt müsst ihr die Bühne wieder leer kriegen. Ich bedanke mich bei allen. Bobby Köpfer, ich bedanke mich beim Team. Danke. Du kontrollierst die Nummern, ob das alles so passt, aber das wird schon richtig sein. 49. Gut, du hast die Dauerkarte gewonnen, richtig? Ich hab das nicht verstanden. Das heißt, bist du eh schon Dauerkartenkunde oder noch nicht? Ja, macht ja nichts, ne? Da werden wir uns bestimmt einig. Oder du bringst einfach noch jemanden mit. Also herzlichen Glückwunsch, das sind Sie, unsere glücklichen Gewinner. Der Top-Mann, der Top-5-Preise, alle anderen weiteren Preise gibt es dann am Start, wo ihr die Lose auch gekauft habt. Applaus für euch, Dankeschön. Ja, Geschäftsstelle ist eigentlich die perfekte Überleitung, denn wer fehlt natürlich noch? Das sind die Jungs, die an der Bande stehen, die aber auch auf der Geschäftsstelle sitzen und arbeiten. Denn wenn die meisten Spieler jetzt so in die verdiente Sommerpause gehen, es sei denn, sie sind mit der Nationalmannschaft unterwegs, dann geht es für sie natürlich erst richtig los. Denn nach der Saison ist vor der Saison. Es wird schon wieder der neue Kader zusammengestellt und sie haben ein tolles Händchen, ein tolles Näschen. Wir freuen uns sehr, dass sie bei uns sind und dass sie jetzt zu uns auf die Bühne kommen. Unser Trainerteam Christoph Kreuzer und Tobi Amstreiter. Viel gehört über die Saison, auch von den einzelnen Spielern, trotzdem natürlich auch nochmal aus eurer Sicht ein kleiner Rückblick zur abgelaufenen Saison. Ja, ich denke, dass wir uns allen bewusst sein muss, dass wir sehr schwer haben vor der Saison. Tobi, lass uns mal einen Einblick nehmen in deine Gefühlswelt. Jetzt hat so viel geklappt in diesem Jahr. Wir haben es gehört. So viele Europäer sind aufgegangen. Und dann verdammt nochmal Wolfsburg. Was denkst du jetzt nach so einer Spielzeit? Ja, ich glaube schon, dass jeder irgendwo enttäuscht ist. Aber die Enttäuschung wird dann irgendwann auch mal vorbeigehen. Besonders wenn man dann vielleicht auch sehen wird, dass Wolfsburg ins Finale einzieht. Also ich bin der Meinung, dass Wolfsburg eben nochmal einen Schritt nach vorne macht. Letztes Jahr haben sie fast schon Mannheim geschlagen und heuer, glaube ich, werden sie ins Finale einziehen. Aber ich glaube, nachdem dann vielleicht die Enttäuschung vorbei ist, dann kommt doch irgendwie der Stolz über das Erreichte. Und ich glaube, dass wir heuer schon sehr viele positive Momente erleben dürfen.
Christoph, stolz kann man glaube ich auch sein über die Entwicklung, die die Spieler genommen haben. Denn nicht umsonst sind jetzt auch einige wieder nominiert worden für die anstehenden Spiele und hoffentlich dann auch für die Weltmeisterschaft in Weißrussland. Ja, absolut. Nicht nur einige Spieler sind in die Nationalmannschaft berufen worden, sondern auch er ist mit dabei. Ihn muss Christoph jetzt erstmal ziehen lassen bei der Planung für die kommende Saison, denn er wird Assistenztrainer sein bei der Nationalmannschaft. Tobias Abstreiter! Ja, Tobi, sag was dazu. Eine tolle Auszeichnung. Ja, du hast die Erfahrung schon gemacht. Wie kam es jetzt zu dieser Zusammenarbeit? Ja, zuerst mal möchte ich hier an dieser Stelle Christoph recht herzlich danken, weil er einen ganz großen Anteil daran hat, dass es jetzt so weit ist, dass einer von uns zur Weltmeisterschaft darf. Jetzt entweder er oder ich. Es wäre auch schön gewesen, wenn der Christoph hinter der Bande gewesen wäre. Aber so sammelt zumindest einer von uns Erfahrung. Und ja, wir versuchen dann, dass wir auch die Erfahrung, die gesammelte Erfahrung bei der Weltmeisterschaft wieder der DG zugutekommen lassen. Und ich kenne Markus Sturm schon sehr, sehr lange. Wir kommen fast aus derselben Stadt, da aus demselben Ort. Und haben auch früher zusammen trainiert und auch in der Nationalmannschaft zusammengespielt. Und von daher ist die Vertrauensbasis da. Und ja, ich freue mich sehr auf die Aufgabe jetzt in St. Petersburg. Und dann wünschen wir viel, viel Erfolg. Tobias Abstreiter, danke dir. Und natürlich Dankeschön und diesen großen Applaus an beide, an die Macher, die sportliche Leitung. Dankeschön an Cheftrainer Christoph Kreuzer und Tobi Abstreiter. Und traditionell das letzte Bild. Christoph. Ich muss eins würfeln, bevor ich es vergesse, das habe ich versprochen. Also unser Oberbürgermeister wollte eigentlich auch heute kommen. Wir haben jetzt nochmal eine SMS geschrieben, dass wir es leider nicht schaffen. Aber ich soll jedem DG-Fan, der jetzt auch eingefleischter DG-Fan ist, kenne ich ihn hoch an, der versucht immer jede Sekunde noch einzuteilen und fiebert immer mit. Aber ich soll ganz liebe Grüße an die Mannschaft und auch die Welt zu stellen. Beide waren großartig. Danke. Das stimmt. In Mannheim steht auch nochmal der Stehplatztribüne mit dabei, auswärts. Also sobald es irgendwie geht, ist er mit am Start. Ja, Dankeschön an die zwei. Schön handbemalt. Aber das letzte Bild bei der jeden Sorgabschlussfeier ist nochmal das komplette Team auf der Bühne. Deswegen noch einmal auf die Bühne. Die Düsseldorfer EG! Ich sage Dankeschön an Frieda, hat wieder Spaß gemacht mit dir. Und wir sagen ein riesengroßes Dankeschön
an diese Mannschaft, die uns begeistert hat in dieser Saison. Und wir freuen uns schon jetzt, wenn es dann im September wieder losgeht. Lange, lange eishockeyfreie Zeit leider. Wir wünschen unseren Nationalspielern alles, alles Gute und den Spielern, die uns verlassen, alles Gute für die Zukunft. Und man sieht sich immer mindestens zweimal im Leben. Und alle anderen sehen wir natürlich sowieso wieder spätestens zur Saisoneröffnungsparty. Die Jungs kommen mit runter zu euch und wir feiern noch eine riesengroße Saisonabschlussparty. Dankeschön, das ist euer finaler Applaus. Und jetzt kommt bitte nochmal nach vorne, damit wir euch alle sehen. Hier ist das Team.